Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part They Bleed Pixels. Und ja, ich habe zwar überhaupt keine Lust hier auf diese Stelle, nur und verkacke sie natürlich auch gleich wieder. Aber ich will natürlich hier weiterkommen, von daher, da müssen wir durch. Oder was heißt wir? Ich muss da alleine durch. Ja, ich sollte vielleicht auch irgendwie es einigermaßen hinkriegen, vielleicht richtig zu sprengen. Solange ich das nicht hinkriege. Oh ja, komm. Solange ich das nicht hinkriege, komme ich da nicht weiter. Ne? Och, das gibt's doch nicht. Jetzt krieg ich's nicht geschafft, ordentlich wegzuspringen. Ja. Gibt's doch wohl echt nicht. So. Ja. Irgendwie ist es klar. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt hier. Gibt's jetzt ein paar Tage? Oder. Was heißt ein paar Tage? Doch. Mindestens eine Woche. Eher länger nicht mehr gezockt. Und da ist man natürlich ein bisschen raus. Aber nur ein bisschen, ja. Und schon wieder knatschig an irgendwelche Deckenstacheln. Und ja, dann ist es natürlich eigentlich meistens gleich das aus. So, jetzt komme ich. Ja, hier bin ich dann auch schon mal ganz gut. Das war nicht gut. Irgendwie glaube ich nicht so ganz, was da gerade passiert ist. Ich glaube es nicht so ganz. Ich war nämlich noch gar nicht an den Stacheln oben, aber gut, ich bin an den Stacheln verreckt. Ich bin an den Stacheln verreckt, aber sowas von. Da wollen wir doch mal gucken, ob wir jetzt hier hochkommen, ja. Ohne dabei. Oh, das war auch wieder. Ja, wenn ich da nicht hochkomme. Oh, komm schon. Come on, ich will jetzt endlich mal wieder die Stelle hier erreichen, wo es dann wirklich überhaupt nicht weiterging. Wo ich es überhaupt nicht weiter geschafft habe. Ja, super. Ach, so wird das nix. Mensch. Wobei ich eigentlich mir ganz sicher war, hier relativ gut am Ende sogar schon durchgekommen zu sein. So. Hier wird es dann jetzt knifflig, ne? Nein, komm, der muss mich jetzt so blöd erwischen hier. Meine Güte, es geht aber auch noch ein ganzes Stückchen darauf. Ach, komm. Ja. Statt ein zweites Mal, also den Doppelsprung zu vollführen, lasse ich halt einfach in die Stacheln fallen. Mein Mädchen hier. Du bist schon echt manchmal eine blöde, dumme Kuh. Anstatt hier ordentlich zu springen. So, lassen wir uns halt einfach wieder nach unten fallen. Das hast du gut drauf, sich nach unten fallen zu lassen. Ja, und gegen irgendwelche Stacheln zu springen, da bin ich dran schuld, wenn ich mal gegen die Decke hüpfe. Aber wenn sie sich nur einfach nach unten fallen lässt, anstatt den Doppelsprung zu machen, da will ich nicht dran schuld sein. Da will ich jetzt auch nicht dran schuld sein. Ich bin einfach von der. Ich bin aber einfach von der Plattform runtergelaufen, statt runter zu springen. Ich hab so das Gefühl, dass ich. Ah, come on. Ja, wir hängen uns wieder mal am Gesicht auf. Jawohl. Oh. Und jetzt wieder Bauchschmerzen. Oh. Gerade willst du nicht so, weil. Nicht mehr so wirklich, ne?
Und ich habe so das Gefühl, diese Stelle hier könnte auch ein Schnitt. Ein Zusammenschnittpart werden, ja. Vor allem, wenn ich mich so blöd anstelle wie jetzt wieder. Haben wir nicht doch wenigstens diesen. Diese. Hallöchen? Möchtest du dann vielleicht auch einfach mal ordentlich springen? Und zwar vor allem den Doppelsprung machen? Das wäre ja echt wunderhübsch. Wenn du das jetzt mal hier hinkriegen kriegst. Ohne hier. Groß. Nein. Das klappt da oben irgendwie nicht. Ich kann mich vor denen nicht verstecken. Wie zum Teufel soll ich die erledigen? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja eigentlich kaum eine Chance, die zu erledigen hier. Och, komm schon. Immer diese Stacheln, wo ich so knapp noch dran kratze. Ja. Das war mal wieder ein Satz mit X. Ja, ich sollte von der Plattform springen und nicht erst runterlaufen und dann springen. Ja, schön. Schön. Das war wieder nix. Och, Freunde. Freunde der Nacht. Oh, come on. Wobei, ich muss ehrlich sagen, es langsam fehlt mir hier für dieses Spiel auch so ein bisschen die Motivation. Ich würde das jetzt ja gerne mal fertig kriegen. Sag mal so, wenn ich das Spiel nicht aufnehmen würde, ich hätte es wahrscheinlich möglicherweise schon längst fertig, weil ich halt einfach ja, weil ich mich halt einfach durchbeißen würde. Ich würde wahrscheinlich so lange an dem Level hier hängen, bis ich entweder frustriert aufgebe oder es halt einfach schaffe. Also man hat ja gesehen, ich habe mit den Zusammenschnitten teilweise, also von der letzten schrecklichen Stelle, wo es ewig gedauert hat, ich habe ja dann nochmal etwa anderthalb Stunden gebraucht und habe da ja auch nur ein paar Minütchen von gezeigt, die ich dann letztendlich zusammengeschnitten habe. Aber, och komm schon, wieso kriege ich es jetzt hier überhaupt nicht mehr hin? Aber letztendlich habe ich es halt auch geschafft, da hochzukommen. An dieser Stelle, an diesen Stellen durchzukommen. Und so hätte ich mich möglicherweise schon längst durchge... Nein. Oh Mann, immer so kleine, dumme Flüchtigkeitsfehler. Ich würde gerne von da oben starten, wo es richtig blöd wird, wo die ganzen Gegner auftauchen. Ja, toll. Und wieder die Stacheln. Komm schon. Es muss doch jetzt mal was werden hier. So, hier bin ich schon mal wieder durch. Oh. Nein, komm schon. Ach, das musste doch, das hätte doch jetzt nicht sein müssen, dass ich da so blöd hängen bleibe. Dass da der scheiß Sprung nicht so funktioniert, wie es soll. Mensch, Meier, aber auch. Ja, hier bin ich eben auch zu früh losgesprungen. Ja, toll, zwei Leben schon verloren gehabt. Ach, komm schon. What the fuck? Komm jetzt. Verarsch mich bitte nicht. So, ach komm schon.
Ja, super. Und dann komme ich jetzt wieder nicht rauf. Meine Fresse. Also es ist so. Ja, komm. Das hat eh keinen Zweck, wenn ich schon zwei Pünktchen verloren habe. Es ist. Ah, super. Es ist ja auch. Es ist irgendwie schon so, dass ich einerseits keine Lust mehr habe, andererseits das Spiel aber auch mal jetzt endlich fertig haben möchte. Und was auch ist. Ich habe dieses Spiel zwar schon einmal in einem Let's Play gesehen, sogar zweimal. Aber. Könntest du nicht einfach. Ja, super. Wie soll man das bitte schön schaffen an dieser Stelle? Ich weiß, es ist möglich, aber. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Verdammt. Noch. Mal aber auch. Verdammte Hacke, aber auch du. No. Und dann springe ich wieder gegen die Decke. So, ich weiß nicht, wie viel Versuche ich mir jetzt hier noch gönne. Ein paar, denke ich schon. Wahrscheinlich aber nicht mehr allzu viele. Ja, nö. Also ich behalte die Uhr hier ein wenig im Auge. Wenn es auf die 15 Minuten zugeht. Dann werde ich hier definitiv. Oh, komm schon. Ich bin aber auch ein bisschen unkonzentriert dabei. Muss ich zugeben. Oh, schon wieder. So ein kleines Stückchen und das scheiß Blitzen vorbei hier. Jetzt bucke ich mir fast mein Bildschirm an. Habe ich gerade gesehen, wie Spucke geflogen ist. Ja. Oh Mann. Ich find's halt manchmal echt mies, dass man nicht immer diesen Doppelsprung machen kann. Und wenn ich hier einfach von der Plattform runterlaufe, dass ich dann doch nicht einen Doppelsprung machen kann, sondern nur, wenn ich direkt von der Plattform aus springe. Ja, super. Einen kleinen Ticken gerade zu spät wieder die Sprungtaste gedrückt. Meine Fresse. Also einmal wenigstens möchte ich gerne noch zu der Stelle durchkommen, wo ich es dann auf jeden Fall nicht mehr weiter schaffe. Ja, super. Und dann kleide ich wieder gegen die Decke. Ach man, da könnten doch ein paar kleine Stacheln weniger mal sein. Ja, super. Ich klatsche alles wieder auf die Segen drauf. Entweder klatsche ich auf Segen oder auf Stacheln. Oder ich falle in Stacheln. Oder ich spring gegen Segen oder spring gegen Stacheln. Oh, und jetzt sind mir wieder in die Stacheln gefallen. Huch, ja. Warum nicht? Liegen hier noch nicht genug da unten? Es liegen ja noch nicht genug in den Stacheln. Boah, das war wieder knapp. So. Oh. Ich sage schon, ich sollte nicht so sagen, wenn es am Ende, dann wird es am Ende doch wieder nichts. Okay, ich will mal sagen, möglicherweise einfach der letzte. Nein, das ist nicht der letzte Versuch gewesen. Ich will jetzt noch einen Versuch haben, wo ich da oben durchkomme und mit diesen blöden Zombies fighten muss. So, vielleicht jetzt. Vielleicht. Super, wenn ich da gegen die Stacheln springe, kann das natürlich nichts werden.
Mann, Mann, Mann. Darf nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich bin doch gesprungen und zwar nach oben, nicht nach unten. Mensch. Ich hasse dich, du blödes Spiel, du. Ja. Anstatt dass ich dann Doppelsprung jetzt mache. Ja, die Säge hat mir gerade gesagt, nein, du machst da jetzt keinen Doppelsprung. Manometer. So, jetzt vielleicht. Mann, wenn ich aber auch schon in diesem unteren Bereich hier so unstet bin. Nein! Ach! Komm schon! Vielleicht hätte das werden können, aber das geht noch ein ganzes Stückchen da hoch. Ich muss irgendwie vielleicht schaffen, die Typen so zu schleudern, dass sie da jeweils gegen diese Stacheln fahren. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht dagegen fahre. Oh, so arg weiter hoch dürfte es gar nicht mal gehen. Ich guck mal, ob ich das hier vielleicht auf Anhieb nochmal bis zu denen hoch schaffe. Aber meine Theorie da jetzt hier, ich denke auch leichter gesagt als getan. Eben dachte ich auch schon, ich renne von der Plattform runter. Toll. Toll ist, dass man ja, wenn man auf dieses Teil, das ausgefahrene Teil von denen fällt, kriegt man auch voll Damage. Mensch. Komm schon. Das muss doch jetzt mal machbar sein, aber so nicht. Ich hätte das jetzt gerne machbar. Komm schon. Ohne als auf die blöden Stacheln zu hüpfen. Ja. Dumm gesprungen. Ja komm, du blöde Säge! Erwischt mich noch! Wobei ich denke mal, dass ich es jetzt gleich wieder mal bleiben lasse. Ja, ich springe ja schon wieder gegen die Stacheln und zwar auf blödeste Art und Weise. Mann, da ist optisch zwischen Stachel und mir doch noch mindestens ein kleines Mistpixel. Aber eindeutig, so. Jetzt kommen wir aber nochmal. Nein, wir kommen nicht durch. Hätte ich gern gehabt. Ja, ich weiß, das. Okay. Das soll wohl ein Zeichen sein, dass ich hier jetzt aufhören soll. Wobei jetzt. Jetzt scheint es wohl wieder zu klappen. Dann probieren wir es jetzt gerade noch einmal. Na, komm schon, und wieder so knapp gegen diesen Stachel gehüpft, Mann. Ach ja, ich würde sagen, ich lasse es bleiben. Und, ja. Nehme wahrscheinlich jetzt ohne Kommentar weiter auf und schneid das hinten an oder macht einen Zeitraffer, Anschnitter zu oder keine Ahnung wie. Auf jeden Fall, man sieht sich im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen.